Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Altis Live. Ja, wir sind hier gerade am Kupferfeld. Was schalte ich das nochmal aus, dieses komische Gedröhne da oben? Statusbefehl. Hallo? Rechte Maustaste. Mit F9. Rechte Maustaste. F9, genau. Echte Maustaste. Nein, F9. Und zwar folgendes, und heute mit dabei ist natürlich der Knusperkopf hier drüben. Hallo. Und der liebe Benny. Hallo. Und meine Wenigkeit hat da gepriest und wir fahren jetzt so lange im Kreis, bis einem schlecht wird. Boah, gewonnen. So. Was wollen wir jetzt machen? Zum Kupferverarbeiter wollen wir fahren. Das ist ja eigentlich nur 4,2 Kilometer entfernt. Ja. Aber da der sich mit den Strecken immer, mit den Straßen immer ein bisschen besser auskennt, hier der Meister vor mir, fahre ich dem jetzt mal direkt hinterher. Eine weiße Entscheidung. Eine weiße Entscheidung? Keine scheiße Entscheidung. Oh, Pinguin fast umgefahren. Was, Pinguin? Na hier, so ein Straßenpinguin. Achso. Nicht den vom Joker, Mann. Ah, klar. Ja, also wir haben jetzt immer noch das Ziel wie in der letzten Folge, und zwar das schöne Gold abzubauen, aber wir müssen jetzt erst, wir brauchen, lieber Knusper, bitte, Kohle, danke. Ich muss mal kurz nochmal das Audio ein Stückchen wieder runterdrehen, ich habe das ein bisschen zu laut gemacht. Ja, Ohrstöpsel, ich keine Ahnung, wo hier Ohrstöpsel sind. Well. Was war es denn früher, immer Steuerung oder Shift, Bild nach unten oder so einmal? Ja, einfach mal mit zwei Händen direkt auf die Tastatur drücken. Wird schon was werden, außer absteigen. Das ist es nicht. Shift P auch nicht. Shift Ü. Aufsteigen. Nein, ja eben, deswegen mache ich das nicht. Ja komm, ist ja egal, fahr weiter. Ja, irgendwann brauchen wir es halt mal, wenn es zu laut wird. Das ist ja, das leiseste Gerät. Was, wir haben immer noch keinen Timer an, ne? Ach so. Das ist schwierig. Ne, da müssen wir mal was sagen, dann muss ich noch anmachen. Uhrzeit. Ach so, du merkst. Ich könnte ihn ja auch anmachen, aber dazu reicht die Intelligenz leider nicht ganz aus. Hey, ja, Benny, geht alles bei dir so? Alles gut, das Ding ist voll empfindlich beim Lenken. Sie soll von dir runter und dich spielen lassen. Schatz, komm mal unterm Schreibtisch vor. Schatz, stoß dir nicht den Kopf. Du hörst es alle zwei Minuten. Soll ich mich bewegen oder magst du die Kopfschmerzen nicht? Oh, guck mal ein bisschen nach vorne, dass hier keine Blitzer sind. Ja, du fährst ja vor mir ein Stückel, da sagst du mir Bescheid einfach. Achso, wo bist du denn? Hinter dir, alles gut. Er hält nur Sicherheitsabspann. Abspannt? Abstand. Nein. Oh, du hast ja Jägertarn. Bei dem Kleinen merkst du ganz genau die Shift-Taste, dass der Turbo hast. Guck. Hui. Oh. 10 km/h schneller. Achtung, scharfe Kurve, du Schwein. Nein. Hörst du das auch? Nein. Nicht schwenken, schwenke nicht, lebe. Das ist eine ganz doofe Idee mit dem Schwenken, ja. Mit dem Schwengel schwenken ist eine ganz blöde Idee. Ach, Pat. Tankstelle, halben voll, mein halben leer schon mein Karren. Ja, meine Auffassung. Boah, er gibt nicht. Nein! Hör auf, Turbo zu drücken, Mann! Du kommst hier nicht vorbei. Weißt du, und ich sitze halt hinten drauf wie der Affe auf dem Schleifstein, weißt du? Ja. Alter, voll gediegen sitzt der dort, ne? Ja, der, ja. Verliert nicht immer, der verliert nicht immer das Gleichgewicht irgendwie. Nö, der sitzt immer starr dort hinten drauf. Ey, und die Ablage ist sogar groß genug für meinen Arsch. Alle 30 Minuten ist ein Autosave. Ah. Ja, Autosave komischerweise, ne? Aber... Naja, warum ist der schon da, oder? Gleich. Ja, 250, ja, 200. 150. Die nächstmögliche nach links. Jetzt hier, das da. Das da, ja. Boah, Benny!
Läuft! Das muss jetzt schon hier sein. Jetzt hier links, 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 links. Genau. Das ist es. Halt! Halt! Wir müssen da mit dem 40-Tonner reinbauen. Muss halt mal 2 Meter laufen. Darf ich jetzt mal aussteigen? Bitte hör doch mal auf mit dem Gedreh. Dreh doch erstmal. Oh, das ist eine Turbinse. Turbinse? Oh! Boah! Lass mich raten, wir müssen hier hoch. Keine Ahnung. Ich würde sagen, die Turbine macht, guck, hier Prozess Kuba Kupf, 9000 kostet, okay, ich kaufe mal. Der ist da unten, wir sind alle oben am Turm. Na no, ich dachte, das ist oben. Boah, das ist das Gerät, guck mal, das ist ja geil aus. Der Gerät? Der Gerät? Der Gerät, Mann. Aber da können wir uns ja alle doch in eine Dings holen, wa? So, der 9000? Ja, da können wir uns ja alle eine holen, das ist gut. Ach, hier, an dem Gerät. Ach cool, du musst ja nicht mal ausladen und so, du brauchst ja einfach... An der Gerät? Das? Der Gerät, genau. Ausladen musst du schon noch. Kupferverarbeitung. Kupfer her. Und Kupfer macht die Finger grünlich. Was grünlich? Gründlich. Ja, gründlich. Gründliche Finger. Das sieht aus wie so ein Rechner irgendwie, so ein bisschen mit ein paar Lüftern dran hier. Hey, genau so sieht meine Grafikkarte aus. Genau so und nie anders. Die ist nur ein bisschen größer. Ja. Und meine deswegen hat bloß 3 Lüfter statt 4. Das ist ein bisschen. So. Naja, gut. Ey, was stimmt denn mit dir nicht? Der Junge. Kupferbarren, Lager. Ja, dann mache ich halt nix. Ich stelle mich jetzt hier hin und gucke euch zu. Um ein einziges kann ich es nicht nehmen. Oh. Achso, ich muss erstmal was rausnehmen. Ah. Gute. Nehmen, Junge. Lagern, mal sehen, wie viele reinpassen. Dauert jetzt das jetzt genauso lang, wenn ich das ja, jetzt... Ja, dauert genauso lang. Nehmen, lagern. Wo ist also denn jetzt, warum krieg ich den... 12 Stück kriegst du rein ins Quattel. Ich krieg da nichts rein, Kohle. Und jetzt tue ich noch den Rest verdingsen und dann können wir losdüdeln. Ich habe eins in der Kofferraum und ich kann ihn nicht zugreifen. Ausweis zeigen. Ja, hast du. Na, no, schön, danke. Hä? Ich kann hier nicht drauf zugreifen. Na, mit dem Scrollrad habe ich es bloß hingekriegt. Ach du Affe, du hast meinen Barren rausgeholt. Das ist ein Barren, du Affe. Ach so, deswegen kann ich hier nicht drauf zugreifen. Läuft oder? Ich will 2 Barren machen. Na, lass ihn doch gleich drin im Rucksack. Ja, mach ich doch. Ich will den Barren verbarren. Auf. Guck gerade, ob ich alles hab. Alles klar. Ich hab 29 Kupferbarren. Na, ich hab jetzt einstecken 18. Und hier nochmal 12. Ich hab also 23. 30. Also 30 insgesamt. Ja, ich hab 23. Was bringt ein Kupferbarren? Das kann ich ja gleich werfen. 1000. Das kannst du jetzt... 1000! Wir haben jetzt 23.000. Na, 30.000 habe ich jetzt, ne? Dann theoretisch. Ich habe 29.000. Alter, wir haben fast 100.000. Ist doch geil. Können wir gleich mal eine Gang gründen? Die kostet 40, ne? Ja, eben. Ja. Aber du kannst mal gucken, spaßhalber, jetzt auf der Karte wegen Gold. Wo ist hier die Mine? Ja klar, du bist ja hier... ich kann ja schlecht... Was Goldverkäufer habe ich hier? Dann Gold. Ja, da holen wir uns aber einen dickeren Schlitten, oder? Ja. Für Gold. Können wir nämlich mit dem Quatz und mit dem dicken Schlitten fahren, theoretisch. Ja, die oder Frage halt ist jetzt, sollen wir nicht gleich Dings machen? Gleich einen LKW? Anstatt... Ja, da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Was kam so ein LKW, so ein Truck mit 200? Ich glaube 6.000, 60.000, glaube der 200. Und der 100er kostet 40.000. Ja, das haben wir doch. Ne, die waren gleich teuer, deswegen habe ich da gesagt, wir nehmen den mit 200. Nein, ich glaube 40 und 60.000, einer hat 100, andere 200. Naja, aber wenn wir jetzt so um die 100.000 haben, dann... passt das doch. Dann können wir da beides machen, eine Gang das, und einen LKW das, und einen Truck, will ich. Ja, wir haben doch bis... Achso. Na, ich krieg 30.000 jetzt mit den Bahn. Und habe einstecken 4.000, also 34.000. Jetzt schauen wir mal. Oh, wo ist denn hier Gold? Wir können auch mal bei dem LKW-Händler schauen, wie da die Preise sind. Ja, das können wir auch machen. Bierbrauerei. 3 Millionen, Mann! Oh, ich brauche Ohrstöpsel, das macht keinen Sinn, das ist voll laut. Ich hab den Sound bei mir auf ein Viertel oder so gerade mal. Ja, gut, das kann ich eigentlich auch machen, solange keiner da ist. Wenn nachher einer redet, dann hörst du die gar nicht mehr. Das Problem. Ja, dann kannst du ja wieder hochdrehen zur Not. Wo ist hier Gold? Oh, Sprit wird rot bei mir. Ja, bei mir auch. Also unter der Hälfte ist es bei mir jetzt. Ach, hier vorne ist die Tankstelle, ich tank mal. Ja, ich komm mit.
Gehen das auch absteigen und dann tanken? Gar nicht, bloß reinfahren, anhalten, fertig. Und das bezahlst du dann automatisch? Das zahlst du gar nicht, aber ich guck mal kurz auf meinen Dings. 3000. Oh Gott. Aua, ja. Hä? Ich muss da aber doch anhalten irgendwie. Ja klar, muss anhalten. Der fährt nur durch. Okay, ich bin voll. Ich glaube, es geht schon wieder los. Na, ich habe jetzt auch nicht bezahlt. Außer es geht vom Bankomat ab, aber ich glaube... Nee, ich habe nichts gezahlt. Ich habe mit Karte gezahlt, Mann. Also ich habe Goldverkäufer. Die Felder sind auf jeden Fall orange. B75, das ist die Autobahn. Die Felder sind orange. Salz. Gummi! Dement. Lackiererei, da kannst du übrigens deine Autos... Ja, ich habe so ein cooles, so ein bisschen grün, so ein grün Touch, das ist eigentlich ganz cool. Sieht ganz schnieke aus auf dem Quad. Ja. Spa. Sag doch mal was hier. Will aufpassen? Nee, ich will nicht aufpassen, Mann. Und lang hier rein? Ich denk mal. Ich weiß es nicht, ich bin gerade nie auf der... Ich habe nie markiert. Uranium. Können wir übrigens nur rein, wenn man Dings, wenn man als Verkauf? Wo ist denn der Typ? Nein. Ach, da hinten ist er. Wieder. Auf der anderen Seite. Voll bescheuert. Wer hat da eine Markierer gesetzt? Ja. Hey, wo bist denn du jetzt? In dem Gebiet noch drin oder was? Ja, ja. In der Hütte hinten drin oder was? Nein, andere Seite von der Straße. Da ist er doch. So. Der hat aussteigen, hier kann man verkaufen. Ah, okay. Bitte nicht töten. Iron und Copper Trade. Ah, okay. 29. Ja. 29.000, jawohl. Es fuhr gerade noch ein Stückchen los. Okay. Ja, müssen wir auch drauf, wenn das ganz abgestiegen ist. 23.000. Das ist cool. Hallo, verkaufen? Hallo? Gut, alles klar, alles gut. Achso, ich muss es bloß noch markieren. So, 18.000 zum einen, zum ersten. Wir haben aber wieder 3.000 gekriegt. Du kriegst immer deine knapp 1.000. 850 kriegst. Ich will dir jetzt nicht meinen Ausweis zeigen, das geht auch so. Fahr ich mal wieder mit dem. Er wechselt sich ja schön ab. So, also 34.000, was habe ich noch auf der Bank? 2,5, naja. Also Z, wie sieht's aus bei mir? Ich habe... Ja, 25, 26, 27, 28.000 hätte ich jetzt insgesamt. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal Kavala LKW-Händler. Umschauen. Na, dann gehen wir mal gucken. Ich fahre dir hinterher. Schauen. Ja, also ich habe immer noch kein Gold gefunden. Also das, keine Ahnung, gibt's hier irgendwie nicht. Was ist denn das nächste nach Gold, was am meisten bringt? Kupfer. Oder was, Dings, warte mal halt, na. Nö, die ganzen Heroin-Dinger sind auch alle. Nö, 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 das war Dings, glaube ich. Das zweithöchste war Uran. Uran, 10.000. Und findest du das irgendwo auf der Map? Oder Niere. Eine Niere, kannst du auch verkaufen. Oh yeah. Uran habe ich gefunden, ja. Oberhalb des Airfields, ganz oben. Eine Mine oder was? Naja, Uranium fällt, okay. Aber da brauchst du erst noch eine... Schutzausrüstung, weil das ist ja Strahlen. So. Tja, also Gold wäre geil. War vielleicht irgendwie außerhalb auf einer Insel oder sowas? Kann das sein? Weiß ich nicht. Ich habe noch nie die Map wirklich geguckt. Ich meine, du kriegst pro Bahn 90.000, ne? Das, ja, das scheint irgendwie nicht so einfach. Das ist dann so... Vielleicht nur... Wir sind schon in der Stadt. Ich bin hinter dir. Hochgeräte? Das ist dann wahrscheinlich eher so ein Helikopter-Ding, wa? 30, ab hier ist 30. Ja. Oh, Blitzer! Direkt, Mann. Alter, direkt! Statt einwärts steht ein Blitzer, Mann! Hier ist Diamant. Diamond-Verkäufer. Uranium 5. Das nervt, ein bisschen nervt's. Wenn wir den Tempomat hätten, dann wäre das was anderes, aber so nervt's ein bisschen. Also wir müssen in eine ganz große Stelle drin. Das
so ein bisschen ungeil gerade. Ich hab Gold. Kann ich hier an dem Schild was machen? Warte mal, ich halte mal hier drin. Weil letztes Mal kann man dem Schild auch Dings machen, zahlen. Los, ne? Pass ein bisschen auf da mit deinem Gurke, du Schwein. Ich bin die ganze Folge jetzt in diesem dämlichen Matt und Matt. Crystal Matt. Mann. Wurst. Ja eben, Crystal Matt. Wurst. Ach Gehaltscheck, ich habe mich gerade erschrocken, ich dachte, ich wurde geblitzt. Beide. Autoschieber. Ja. Kannst du Autos schieben wie auf ZDF, Mann. Öl? Wo ist denn der? Was bringt ein Öl? Anime? Öl? Was sucht er denn? Öl. Hier ist der Händler irgendwo. Öl. Fahrzeugladen? Wo sind wir denn? Ja, da, LKW-Händler. T4 sprengt. Nächste Straße noch rein. Ich bin genau drin am LKW-Händler. Verarbeitetes Heroin. Wo steht denn hier? Ist auch geil. Das ist aber geil, Dagi. Ich merke, du vertraust mir. Ja, das wärst du nicht die ganze Zeit in der Map. Was machst du denn? Was jetzt? Wee. Du hast gerade geleckt und hast irgendwie so ein Wheelie gemacht. Echt? Ja. Okay. Interessant. Interesting. Nee, das wollte ich nie. Ist denn jetzt bin ich auf dem Dach. Fahr mal die Straße weiter, das müsste weiter hier oben sein. Ich bin doch ein LKW-Händler. Na du, aber ich doch nicht. Ich bin aber in dem Hochhaus jetzt drin. Hä, ich bin schon wieder zu weit gefahren. Cool. Jetzt nach links, genau. Ja, jetzt, hier bestimmt, ja. Oder? Da bist du da, genau. Ach hier, ja, ich hab's. Beim ATM. Ja. Ach, da hinten, hinter der Mauer, oder was? Das ist ja bescheuert. Da kann ich ja lange was noch rumrennen. Ah, Alter! Voll. So, Truck Shop. 90.000, kriegt rein, 150, macht keinen Sinn. Alter, 1,1 Millionen, 150.000 mit einer... Du bist Gerät. Mit einer Kapazität von 350? 2,25 Millionen. 300.000, Kapazität 400. 450.000, Kapazität 500. 600.000, 750.000 und der dicke... Der ganz dicke kostet 3,3 Millionen. Was? Welchen hast du bei 3,3 Millionen? Ne, den ganz unten. Gerät, der kostet bei mir, Ownership-Preis, ich habe falsche Preis. Na, was dann, mietet also, denn den für 2,25 Millionen? Ja, die kannst du ja gleich kaufen. Ja, weiß nie. Nee, das wird auf jeden Fall richtig teuer, ne? 150.000. Was? Ja, mit 350 Kapazität, die Frau ist... Ja, der Zamak-Transporter. Nee, weißt da du, was kostet aber 90.000. Weißt du, was ich gerade für eine Idee hätte? Wahrscheinlich ist die ein bisschen besser, wenn wir uns... also du hast ja hier zum Beispiel... Du hast ja gerade den hier, ne? Diesen Zamak-Transporter angeavisiert, nee, ne? Truck-Kapazität 350 für 150.000. Ich glaube, der andere, der eine Kapazität hatte von 200, kostet glaube ich 60.000. 60, genau. Da gehen wir mal und zu dem. Da kaufen uns lieber zwei davon, weißt du? Da fahren wir halt beide damit. Gehen wir mal zum Autohändler. Was kostet 60.000? Es kostet gar nichts hier. 60.000. Nein, aber beim normalen Autohändler gibt es auch noch so ein LKW. Ach so. Und der hat eine Kapazität von 200. Alles klar. Bin da. Da können wir ja beide damit du fahren. Blitzer. Das ist dann, Blitzer. Wo sind der jetzt lang? Links. Ach so, Blitzer, ja. diese Dinger ziehen dich an, ne? Magisch. Ich weiß das nicht, wo so das Ding ist. Luke, vertraue mich mal. Navi, mach was. Links. Wo wollen wir hin? Ja, ich sehe dich ja nicht. Wo wollen wir denn hin? Ach da, Garage, ja, wir sind schon da. Da, park ein, Mann. Die park haben ein. Ihr Ziel erreicht. Ich guck mal jetzt nach dem Tolles Navi. Was? Ja, nö, alles gut. Bitte meckern Sie mich nicht an. Also. Aussteigen. Der kleine Geländewagen hat runter. Wisst ihr, wenn ich beide Schlüssel habe, kann ich dann beide aufmachen?
Ja, theoretisch schon. Ah, guck, 60.200, den kaufen wir. Er macht dir voll den Beat. Ja, den Truck, ne? Genau, für 60. Genau. Dann können wir ja schon mal in kaufen, oder brauchen wir? Ne, was brauchen wir dafür für einen Führerschein? Keine Ahnung. Normales Auto, oder? Truck-Führerschein, ne, Auto. Hier gibt es ja Autos zu kaufen, dann kann man Autoführerschein. Was ist denn bitte ein Dax-Führerschein? Okay. Ach, schau mal hier eine Karte. Wer will zuerst einen Truck haben? Weil wir kriegen jetzt bestimmt keine 120.000 zusammen. Warte mal. Carshop. Wir kaufen jetzt einen für 60.000. No? Ich habe jetzt noch gar keinen... ich hätte gerne dann den weißen. Wenn du jetzt einen roten kaufst, wäre ich zufrieden. Haben ja gar keinen. Ja, aber ich kann ja auch einen kaufen. Also haben wir 120.000? Alle zusammen. Nee. Ich nicht. Ich habe 35.000. Ach so, warte. Wie war das hier? Wie viel hast du 35? Du Affe. Haben wir jetzt 125.000 zusammen? Also ich nicht. Ich geb dir jetzt mal 20. Nee, das reicht nicht, ne? Wenn du bist geil. Oder? Was macht ihr denn? So, Tanklaster. Was jetzt, ne? Wer kauft denn jetzt? Ich oder der Darkie? Na du, ich hab dir gerade 35.000 gegeben oder sowas. Dann ja, reinscheißt. Dann muss man ja mein Dings wegtun, mein Quatsch. Ja. Also ja, du bist ja der Profi. Achso, nee. Ja, nee. Muss nicht sein. Weiß oder rot? Das oh man. Na, ich würde mir was dann noch einen weißen kaufen. Jetzt? Also kaufst Truck du dir jetzt einen was? Roten? Dann ja. Kauf ich einen roten. Und Truck, der kauf ich so mir dann einen weißen. So. Da haben wir dann zwei. Das so, ich hab mir jetzt gekauft. Super, ich geh ihn holen. Nee, kann ich ja nie. Kannst du nicht holen. Oh, ich brauche jetzt also 9.000. Oh Gott. Aber mein Quad kann jemand mitnehmen. Dann. Oder wegstellen. Ja, ich nehm's mit. Willst du kannst ja, der Darky fährt zur Garage, du fährst mit dem Truck hinterher, ich genau. Mit meinem Quad und der Darky lagert's ein und steigt dann mit dem Truck ein. So Darky, okay, nimm mal mein ja, Ding. Sekunde, ich muss mal Essen kaufen, ich bin fast voll Hunger. Ach so, 55, ja, das ist, kann man machen. Benutzen. Katzenfleisch. Benutzen. Bis. Wir sind bei 19 Minuten laut meinem Timer im Übrigen. Ach, passen da drei Leute rein? Nee, brauchen wir es zwei Leute. Wo denn? Du fährst eben mit dem Quad, oder? Wo denn, wo bist du? Na hier, Doggy, ich steig aufs Quad. Ich sag dir, wo der Truck steht. Wo der Truck steht? Wo der muss zur Garage? Ich hol mir die Garage, ja. Ja, ich weiß ja nie, wo die Garage ist. Ja. Was? Norden von uns. Da, wo der Truck steht, nochmal 10 Meter weiter zur Garage. Garage. Ich muss die erstmal hier irgendwie. Boah, sehr direkt den Lenker. Ach so. Ah, okay. Ja, da muss ich aufpassen, wegen dem Eier ich das rum. Weil das ist sehr, sehr. Mal kurz mal. Kannst ja mal schneller fahren, dich blitzen lassen und dann gucken wir mal, ob du den Zettel kriegst oder oder der Halter von der Geschichte. Hier ist nämlich ein Blitzer. Nee, ich will da nicht geblitzt werden. Wo steht denn meine KMA? Ach, da oben. Oben links. Also 30 km/h ist Max. Verdammt. Was, 30 km/h ist Max? Ja, hier drin. Stadt. Ach so, ja. Ach, hier war die Garage. So, jetzt hier rein. Wenn du einen riesen LKW hast, kommst du gar nicht rein. Wenn es jetzt aber der Darky einlagert, geht das auch? Ja, ja, müsste gehen, wenn nicht, ich komme ja hin. Nee, ich kann nur mein Fahrzeug einlagern. Ne? Probierst du aus? Vehikel einparken. Du befindest dich kein Fahrzeug in der Nähe des NPC. Ah, nee, kann okay. Ich. Also ich park hier vorne, kannst du schon mal in den LKW einsteigen, wenn du willst. Ist hier leider keiner. Ich komme mit dem Quattel hinterher. Also hier ist kein LKW. Wo denn? Wo ist denn hier ein LKW? Hier steht doch einer. Ja. Ach, ich nehm den. Sieht die Karre aus? Lustig! Und Sprinter! Okay, meine Batterie ist alle. Ja, meine ist auch alle. Oh, läuft. Cool! Was kostet denn das Bad auslösen? 1000. So viel wie es kostet hat, kostet es auch zum Auslösen. Okay. Nee, kaum 3000 beim Kaufen, glaube ich. Also, stimmt ja. Also, wo gehen wir jetzt hin? Na, wollen wir jetzt erstmal noch was Kleines machen, damit ich mir auch den LKW holen kann, oder wollen wir jetzt sowas Großes gleich machen?
Sollen wir nochmal Kupfer machen und das ging eigentlich relativ schnell und hat richtig viel Kohle gebracht. Ja, doch, ich habe ja noch 60, nämlich noch ein. Ne? Er hat ja noch alles. Er kann sich ja gleich noch einen kaufen. Ne, ich habe keine 60. Was habe ich? Ja. 28 oder so. Ne, da können wir nämlich, da machen wir jetzt nochmal Kupfer und da können wir nämlich 28, dann noch einen Truck kaufen und dann können wir was Großes ziehen. Ja. Würde ich sagen. Okay. Also machen wir jetzt nochmal Kupfer und ja, die Folge ist eigentlich zu Ende. Genau, deswegen würde ich sagen, danke meine Freunde fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge von Altes Live. Hä, ich bin gerade mit 38 durch den Blitzer, ne? Ja, weil du neben dem LKW gefahren bist, das kenne ich auch von früher. Du bist einfach nur Blitzer bei LKW vorholen, ne? Schön. Nee. Also heute mit dabei war der Knusperkopf. Ja. Der Mensen. Jo. Und meine Wenigkeit, der Donkey Priest, also danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Oh. Nein. 398 darf ich bezahlen. Nein, Speed Limit 35 und Speed 39. Ach, guck mal, da steht Driver drunter, Range heißt. Ah, cool, es geht doch noch nach Fahrer. So hau mich grün, ne? Da steht nun das Ticket Number 3. Ich hab schon... Bin eben kurz you lose. Ja, ich hab noch an, warte. Ich mach jetzt aus, tschüss.